Ist deine Schicht okay? Okay, also wollen wir los zur Sternhöhe? Ja, los geht's. Und was jetzt? Mit dir. Stimmt was nicht? Natürlich nicht. Das ist ein bisschen eng. Das geht schon. Oh, verdammt! Festhalten da hinten. Sternhöhe ist jenseits des Wassers. Dann finden wir raus, ob dieser lebende Ahne mit meinen verschwundenen Leuten zu tun hat. Wenn wir in die Ruine kommen, finden wir vielleicht Daten, mit denen dein Fokusmodell nichts anfangen kann. Ich schicke dir eine Aktualisierung, damit du sehen kannst, was los ist. Oh, danke. Der Fokus scheint dich nicht zu beunruhigen. Hat dein Stamm dich deshalb ausgestoßen? Nicht direkt. Ich wurde bei meiner Geburt ausgestoßen. Alles, was ich getan habe, wie einen Fokus zu benutzen, habe ich ihm zum Trotz getan. Klingt vertraut. Es wird leichter, weißt du. Was? Sich auf einem Sonnenflügel festzuklammern? Das auch. Also, steuer du einfach nur dieses Ding, ja? Sicher. Unten am Strand. Da sind welche unserer vermissten Speerboote. Und es sieht aus, als gäbe es an dem Hügel viele Arbeiten. Das hat Vasagabai gesehen. Versuchen wir, ihre Spuren zu verfolgen. Ich bringe uns runter. Schwester Boden, mit den Armen sei Dank. Okay, wir sollten der Spur deiner Leute folgen. Vielleicht finden wir raus, warum sie hier waren. Sie haben einige Ausrüstung zurückgelassen. Bin froh, dass ich das Ding nicht abbekomme. Waffen der Quen-Marina. Damit bauen wir Seilbrücken. Und Außenverteidigung.
Die Balliste hat die Rüstung der Maschine zerfetzt. Dieser Bolzen sieht auch recht robust aus. Meine Leute kämpften, als sie das alles hier bauten. Aber sie haben nicht aufgehört. Bleiben wir auf ihrer Spur. Denn wir hätten nur eine große Operation laufen. Aber wieso? Ich wette, Laundra hatte was damit zu tun. Tja, anscheinend haben sie Leitern abgestellt, um zur Ausgrabung zu kommen. Aber der Pfad ist kaputt. Dann müssen wir selbst hochkommen. Noch eine Balliste. Gute Idee, aber wir brauchen noch ein paar Griffe. Punkte nutzen. Gute Idee! Der Weg nach oben ist kaputt. Vielleicht waren das die Kletterkiefer. Moment! Ich habe eine Idee! Was machst du da? Wir können noch einen Weg mit der Balliste machen. Mir geht's gut. Ich möchte helfen. Ich
sollen sie kommen. Mich hält keine Maschine auf. Definitiv Laundras altes Hauptquartier. Da unten. Was ist das? Finden wir es raus. All das muss schwer auszugraben gewesen sein. Was den Kernspaltungsmotor betrifft, meine Ingenieure sind sicher, dass sie auch im Falle eines Unfalls den Fallout eindämmen könnten. Doch ihnen ist nicht klar, wie effektiv meine Gegner Massenparanoia nutzen können. Das ist der wahre Fallout. Eine Aufzeichnung von Laundra, bevor er die Erde verließ. Ein Raketenmotor. Aber er hat nie abgehoben. Aufgrund seiner Funktionsweise war er zu gefährlich. Gefährlich? Wie? Er würde alles im Umkreis von 1000 Meilen vergiften, wenn er je eingesetzt würde. Oh. Gehen wir weiter. Dieser Motor, war er für die Reise in den Himmel? Die Wahrsager sagten, die Ahnen konnten das. Ja. Laundra hat mit Raumschiffen nach Ressourcen gesucht. Aber wieso gräbt man all das aus? Wir sollten der Spur folgen. Okay. Wird ganz schön heiß hier. Wow. Die Ruine ist gespalten. Doch die Quen machen weiter. Oh nein. Zermalmt. Das sieht wie ein Arbeitsunfall aus. Das ist Lena aus der Bordküche. Wir waren nicht gerade Freundinnen, aber dieses Ende hat sie nicht verdient. Wie konnte ein Ahne das meinem Volk antun? Wer Laundra und seine Leute kennt, den überrascht das nicht.
finden wir einen Weg hinauf und rüber. Wir müssen einen Weg machen. Noch eine Balliste. Vielleicht kann die uns nützen. Diesmal schieße ich. Aber sicher. Zu der Balliste weiter oben zu kommen. Meinst du, du schaffst den Sprung? Ich kann ihn erreichen. Ich kann helfen! Halt sie still und ich zerfetze sie mit der Balliste! Okay, aber schon nicht. Die Ruine ist jetzt praktisch ein Vulkan.
Okay, noch eine Balliste. Jetzt kann ich mich revolvieren. Du brauchst nicht schreien. Mein Fokus ist auf dich eingestellt. Wow. Hi. Hallo. Also, wie wär's mit Klettergriffen? Okay, und jetzt drauf da. Geschafft. Mal sehen, wo das hinführt. Vorsicht, noch mehr Kletterkiefer. Ich sehe was. Diese Maschinen gehören mir. Oh, du glaubst, du kannst es besser? Wir werden sehen. Ah!
Und mein Ballistenrekord steht noch. Ich wollte ihn dir nur nicht nehmen. Okay, letzte Es geht hoch. Das sollte gehen. Muss nur einen Weg rüberfinden. Wirklich ein Auge für alles, was glänzt.
Ein Abgrund voller Lava geschafft. Du warst ziemlich gut gerade. Wir sind kein übles Team. Schön, dass du das denkst. Ich wollte schon immer eine Helferin. Oh, so siehst du das. Na, wir? Ohne deine Helferin kriegst du keine Tür auf, hm? Ich gebe dir eine Chance zu glänzen. Also gut, mal sehen, wo die Spur meiner Leute hinführt. All das hier ist so alt. Was wollten Sie denn nur an diesem Ort? Gute Frage. Die Zweifler jammerten. Die Stadt würde nie ihr teures Wahrzeichen verkaufen. Der Preis war tatsächlich astronomisch. Doch das Observatorium könnte keinen besseren Leiter haben als mich. Die perfekte Zentrale für jemand, der nach den Sternen greift. Ein Observatorium? Ein Ort, an dem alle die Sterne betrachten konnten. Also bevor Laundra ihn übernahm.
Pharaoh Automated Solutions hat diesen Monat die Bestellungen für 6 nicht-terrestrische Minerale erhöht. Unser Bestand wird knapp. Was hast du vor, Ted? Ein vielversprechendes Projekt oder nur ein weiteres Denkmal für dich? Wondra machte Geschäfte mit Pharaoh. Warum überrascht mich das nicht? Geröll zermalmt. Vielleicht beim Ausgraben. Ich glaube, sein Name war Keita. Sie konnten ihn nicht mal richtig begraben. Guter Fund. Noch ein Quinn-Lager. Wo sind sie alle? Oh. Ein Wandbild von einem Quinn gemalt? Ja. Ich glaube schon. Warum würden Sie das hier lassen? Egal. Wenn du meinst.
Vielleicht ist das Kontrollzentrum für Londras Weltraumausgrabungen. Beeindruckend. Ja, mal sehen, was wir finden können. Mit einem Code versperrt. Wir brauchen einen Weg hindurch. Vielleicht ist etwas in diesen Konsolen? Von hier haben wir offenbar Zugriff auf das Hologramm. Oh, hier sind Daten. Mal sehen, auf was ich Zugriff habe. Vieles ist fehlerhaft, aber einiges hat überlebt. Vielleicht kann ich es abspielen. Ich fand Evelyn im Kontrollraum. Sie durchsuchte die Protokolle nach Londras Passcode. Ich weiß nicht, wie sie die Security passiert hat, aber es ging ihr nicht gut. Sie hämmerte an Londras Tür, bettelte darum, dass er sie rettet. Ich sagte ihr, dass er fort sei, doch sie wartete weiter. Sie mussten sie wegzerren. Das war die letzte Aufzeichnung. Alles andere ist von vor 2065. Wie viele hast du gefunden? 3, 4. 4 Eingaben, 4 Ziffern. Laut Aufnahme hat diese Evelyn den Code in den Daten gesucht. Versuchen wir ihn zu finden. Okay. Eine Konsole freigeschaltet. Schau auf der anderen Konsole. Das ist ein Archiv von Londras Asteroidenmission im Lauf der Jahre. Und ich kann wohl mit meinem Fokus navigieren. Also brauche ich die Konsole nicht. Okay, das erste Protokoll. Hab es an deinen Fokus geschickt als Referenz. 2050. Ein Jahr des Triumphs. Die erste Mission ließ 1000 Neinsager verstummen. Als wir den Asteroiden hatten, hielten sie die Luft an. Wir holten uns den Reichtum der Planeten. Sie hielten kriechend die Hände auf. Der Flug wird mir immer viel bedeuten. Er ist geschichtsträchtig. Siehst du... Brocken rund um die Erde. Mit dem Fokus sehe ich Daten darauf. Dies ist das Jahr aus dem Protokoll, aber da sind 2 Zahlen. Welches für den Code? Er erwähnte den Flug. Klang, als wäre er ihm sehr wichtig gewesen. Dann muss es die Flugnummer sein. Ja, das könnte die erste Zahl des Codes sein. Nicht schlecht. Sag Bescheid, wenn du bereit für das nächste Protokoll bist. Okay, hören wir das nächste an. Ich greife darauf zu. Ich habe den Rat überzeugt. Die Menge an Platin in diesem Felsen ist das Risiko wert. Sobald wir ihn haben, schenke ich Evelyn einen Platin ein. Dann kann sie unseren Erfolg immer bei sich tragen. Was für ein toller Kerl. Hier kommt kein Ja vor. Es wird nur Platin erwähnt. Da sind keine Daten drin.
Oh, Platin, das muss die richtige Mission sein. Aber welche Zahl? Ich weiß nicht. Ich spiele das Protokoll nochmal ab. Ich habe den Rat überzeugt. Die Menge an Platin in diesem Felsen ist das Risiko wert. Sobald wir ihn haben, schenke ich Evelyn einen Platin ein. Dann kann sie unseren Erfolg immer bei sich tragen. Diesmal ist es vermutlich nicht die Flugnummer. Ja, das Protokoll erwähnt die Platinmenge. Hast du es raus? Glaub schon. Sag Bescheid, wenn du wieder bereit bist. Bereit. Okay, es geht los. Der Unfall hat die Ameisen verstört. Anwälte und Publizisten schwärmen aus, betreiben Schadensbegrenzung und klagen über unkalkulierbare Verluste. Sie sehen nicht, dass jeder Tod eine Lektion in Selbstgefälligkeit ist und uns inspiriert, Großes zu leisten. Seine Arbeiter sind für ihn keine Menschen, oder? Fehlerhaft. Weiter zum nächsten. Keine Daten. Hier ist was von Bergleuten. 8 Männer starben und Laundrat hat es ab, als wäre nichts geschehen? Das mit der richtigen Zahl überlasse ich dir. Das ist die 3. Zahl. Fehlt nur noch eine. Schätze, wir wissen es erst, wenn wir alle eingeben. Bereit für das nächste? Lass hören. Ich spiele es ab. Mein Hauptkonkurrent wollte mich im Kongress blockieren. Aber ich kriege das Kobalt, egal wie viele Jahre ich graben muss. Xiaolu Lunar Resources können auf dem Mond bleiben. Alles andere gehört mir. Gut, ich glaube, ich weiß, was wir suchen. Also gut, Moment. Da, ich habe das letzte Protokoll an deinen Fokus geschickt. Danke. Sobald wir die letzte Zahl haben, gebe ich oben den vollen Code ein. Das 4. Protokoll erwähnte Kobalt und die Xiaolu Lunar Company. Dann brauchen wir ein Protokoll mit beiden. Yep. Da sind keine Daten drin. Das 4. Protokoll erwähnte Kobalt und die Xiaolu Lunar Company. Dann brauchen wir ein Protokoll mit beiden. Yep. Das hier erwähnt die Lunar Company, aber kein Kobalt. Xiaolu und Kobalt, das muss es sein.
unsere Zahl scheint falsch. Sehen wir uns das zweite Protokoll nochmal an. Geschafft. Das muss Laundras Wohnbereich gewesen sein. Genau im Zentrum seines Arbeitsplatzes. Mal sehen, was wir finden. Dieses Relikt. Ist das eine alte Waffe? Ein Geschenk von einem Freund. Denk dran, dir den Rücken freizuhalten. Was bedeutet das? Wofür ist das? Eine Art Preis, denke ich. Laundras Frau war zu ihrer Zeit recht bekannt. Seltsam, dass er das behalten hat. Am Ende waren sie nicht mehr gut, aufeinander zu sprechen. Wer liebt, kann nicht loslassen. Sicherheitsprotokolle der Anlage. Eintrag. Ich werde ungeduldig, Nova. Die Datenabfrage ist fast abgeschlossen. Ich habe das Nordarray zum Senden vorbereitet. Du beschaffst alles von der Luftfahrt und den Spezialeinheiten, oder? Einschließlich der Dateien zum MOP? Korrekt. So, bereit zum Senden. Aber es ist eine Schande, dass wir dieses Programm wieder brauchen. Nova, Liebling, eine schwierige Aufgabe liegt vor uns, wir dürfen nicht weich werden. Reduziere deine Empathie-Matrix um 15%. Reduziert. Wunderbar. Übertrag jetzt sofort die Dateien, damit wir verschwinden können. Dieser Ort fühlt sich an wie ein verdammtes Grab. Was sollte das alles? Das Nord-Array klingt wie eine Art Sender. Wenn wir es finden, können wir Laundra bis dorthin verfolgen, wo er sich verkrochen hat. Klar, aber wieso kam er zurück? Erklär ich später. Finden wir einen Weg raus. Okay, aber ich nehme dich beim Wort.
Okay, der Sender müsste in der Nähe sein. Diese große Statue sieht vielversprechend aus. Diese Maschinen sind uns im Weg. Sie müssen erst weg. Bringen wir es hinter uns.
Das war dann wohl der letzte. Sehen wir uns die Statue mal an. Hoffentlich hat das Ding Antworten. Ich muss wissen, was los ist. Was hat sich in dem Hologramm abgespielt? Und warum genau ist Londra hergekommen? Und was macht er mit meinen Leuten? Er hat sie benutzt, um hier alte Daten zu finden. Es hat teilweise mit etwas namens
MOP zu tun, keine Ahnung, was das ist, doch der Rest. Ich glaube, er versucht, ein Schiff zu bauen, mit dem er weg von dieser Welt kommt. Zu den Sternen. Weg von hier? Warum sollte das jemand wollen? Du verschweigst mir irgendetwas. Ach, du bist wie eine Wahrsagerin, voller Geheimnisse. Ach ja? Und was ist mit dir? Wie du auf das Wandbild reagiert hast, in der Ruine? Erklärst du mir das? Schön. Wir werden wohl beide erstmal schweigen. Okay, hör zu. Wichtig ist, dass wir wissen, wohin Londra gegangen ist. Dorthin hat er wohl deine Leute mitgenommen. Und deine Schwester. Ja, natürlich. Ich sollte dem Admiral Bericht erstatten, bevor wir weitermachen. Ich nehme dafür das Boot, das wir gesehen haben. Okay, ich treffe dich später dort. Fürs Erste sollte ich meine Vorräte auffüllen. Ich kann Saker treffen, wenn es Zeit ist, Londras Spur aufzunehmen.